In diesem Video erläutere ich Ihnen, wie Sie mit der Anwendung iMovie Erklärvideos ganz einfach selbst schneiden können. Dazu öffnen wir zunächst die Anwendung iMovie, die Sie an einem weißen Stern mit einer lila Kamera erkennen können. Wenn Sie ein neues Projekt beginnen möchten, drücken Sie bitte zunächst am unteren Rand auf Neues Projekt beginnen. Hier drücken Sie bitte auf Film. Unter der Option Magic Movie verbirgt sich die Funktion, mehrere Videos und Bilder automatisch aneinander schneiden zu lassen. Unter der Storyboard-Funktion verbergen sich zahlreiche Vorlagen, die Ihnen bei der Erstellung von Videos helfen können. Wenn Sie auf Film klicken, können Sie sozusagen von Beginn an einen Film erstellen. Dafür müssen wir zunächst die Quellen auswählen. Klicken Sie dafür zunächst auf den Reiter Video. Hier können Sie das gewünschte Video auswählen und bestätigen es mit einem Klick auf den Haken. Sie können selbstverständlich auch weitere Bild- und Videoquellen auswählen. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie am unteren Bildschirmrand auf den Button Film erstellen. Oben in der Mitte sehen Sie nun die Videovorschau. Mit einem Klick auf Play können Sie die Vorschau beginnen. Unten sehen Sie die Zeitleiste. Durch diese können Sie sich durch Hin- und Herwischen bewegen und an die entsprechenden Stellen, die Sie bearbeiten wollen, wischen. Wenn Sie ein Video zu Beginn oder am Ende schneiden wollen, tippen Sie zunächst einmal auf den Filmclip. Dieser ist nun gelb markiert. Wenn Sie den Finger auf den gelben Rahmen legen und gedrückt halten, können Sie das Video entsprechend schneiden, indem Sie den Finger vor oder zurück bewegen. In der Vorschau oben sehen Sie ganz genau, an welcher Stelle des Films Sie sich gerade befinden. Wenn Sie hingegen ein Teilstück aus der Mitte des Videos entfernen möchten, müssen Sie zunächst die weiße Linie in der Mitte an die passende Position bringen. Nun tippen Sie an der Stelle auf den weißen Strich. Die Position ist nun markiert. Unten können Sie mit einem Klick auf Teilen den Videoclip in der Mitte trennen. Wenn Sie diesen Schritt an einer weiteren Stelle wiederholen, können Sie diesen Teil des Videos entfernen. Wir drücken erneut auf Teilen. Das Video ist nun in drei Teile geteilt worden. Mit einem Tippen auf den Videoclip können wir diesen entfernen. Unten rechts befindet sich der Papierkorb, über den wir das erstellte Video löschen können. Sie können auch weitere Videos und Fotos einfügen. Dafür klicken Sie bitte oben rechts auf das kleine Plus. Hier können Sie nun zwischen Videos, Fotos, Hintergründen und Ähnlichem wählen. An dieser Stelle wollen wir ein weiteres Video hinzufügen. Wir wählen das entsprechende Video aus und bestätigen das Ganze mit einem Klick auf ein kleines Plus. Das neue Video ist nun an das andere Video angereiht. Wenn Sie die Position dieses Videos verändern möchten, können Sie den Finger auf den Videoclip legen und gedrückt halten. Nun können Sie diesen zwischen den einzelnen Clips hin und her bewegen. Unter der Option zum Hinzufügen verbergen sich noch weitere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, über die drei Punkte zu einem Zusatzmenü zu kommen. Sie können nun einen Zwischenschnitt hinzufügen. Sie können das Video als Bild in Bild anzeigen lassen. Sie können auch in Form eines Splitscreens zwei Videos nebeneinander zeigen. Und wenn Sie über einen Greenscreen oder einen grünen Hintergrund verfügen, haben Sie auch die Möglichkeit, einen Greenscreen einzufügen. An dieser Stelle entscheide ich mich für das
Bild in Bild. Sie sehen, dass der Videoclip nun über den anderen gelegt wird, in Form eines kleinen Fensters. Wenn ich nun auf diesen entsprechenden Videoclip klicke, dann tauchen hier oben weitere Einstellungsoptionen auf, unter anderem die Bewegungsfunktion. Hier kann ich nun also das Video an die entsprechende Stelle im Bild ziehen. Sie können auch bei den Videoclips die Audiodatei abtrennen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Vertonung zu überarbeiten oder gegebenenfalls Inhalte rauszuschneiden, wie beispielsweise Versprecher. Sie können über das Mikrofon auch weitere eigene Tonaufnahmen hinzufügen und das Ganze sozusagen nachvertonen. Wenn Ihr Video fertig ist, können Sie dies mit einem Klick auf Fertig bestätigen. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihren Titel umzubenennen. Wenn Sie das Video teilen möchten, können Sie dies über den Button unten in der Mitte tun. Sie können nun entweder auf Video sichern drücken oder, wenn Sie einen spezifischen Speicherort wählen möchten, die Option in Dateien sichern wählen. In diesem Fall klicke ich auf Video sichern. Das Video wird nun exportiert und gleich in der Foto- und Videomediathek zu finden sein. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie schneiden in Zukunft Ihre Erklärvideos schnell und einfach selbst.